Hier die Ansicht bzw. die noch freie Meinung eines Parteilosen zum Thema. Mesut Özil und Ilkay Gündoğan und den Sport im Allgemeinen. Ich habe keine Ahnung vom Fußball, dieses gleich vorab. Ich schaute mir im Allgemeinen und wenn überhaupt nur internationale Spiele an. Ich hatte mir schon gedacht, als Löw 27 Spieler ins Trainingslager als Vorbereitung mitnahm, mit der Gewissheit, dass er vier wieder nach Hause schicken muss, dass es nichts wird mit dieser Mannschaft, denn alle Spieler sind satt und vollgefressen mit zig bzw. hunderte Millionen Euro. Da brauchten sie sich nicht mehr anzustrengen für die in Anführungsstriche lumpige circa 50.000 Euros Titelprämie. Deshalb habe ich mir die deutschen Spiele nicht mehr angeschaut. Die hohen Kosten unserer Fernsehgebühren waren weggeworfenes Geld. Aber ich habe jetzt die Bestätigung erhalten, was ich schon vor zig Jahren gedacht habe. Internationale Spieler, die von deutschen Vereinen gekauft wurden, ich frage mich, wird hier nicht ein Sklavenhandel betrieben, wie es früher üblich war? Diese internationale Spiele wurden auf Betreiben der deutschen Vereine ganz schnell eingebürgert und erhielten teilweise schon nach circa 6 Monaten den deutschen Pass. Dieses war und ist nicht mit dem Einbürgerungsgesetz vereinbar. Ich habe mich immer gefragt, lässt unser Grundgesetz Sklavenhandel zu? Es sind also in den deutschen Nationalmannschaften Spieler mit mehreren Staatsangehörigkeiten, allerdings auch in allen anderen Sportarten. Grundsätzlich dürften für Deutschland in allen Sportarten nur Sportler starten, die nur den deutschen Pass auf reguläre Art erhalten haben und keine andere Staatsangehörigkeit besitzen. Ich wünsche mir, dass der Sport Sport bleibt und nicht in Sklaverei weiter ausartet. Daher würde ich lieber die Spieler, Sportler im Nationaltrikot sehen, die weniger als 3.000 Euro netto im Monat verdienen, also bis zur fünften Liga und nicht aus höheren Ligen. Was sie in den Nationalmannschaften für Erfolge erreichen, ist nicht so wichtig. Dabei zu sein, ist alles. Nur dieses ist in Anführungsstrichen noch Sport im sportlichen Sinne. Erstaunlich allerdings ist, dass die Politik großen Wert auf sportliche Erfolge der Sportmillionäre legt. Wahrscheinlich, weil sie selbst in der Politik keine Leistung, Erfolge für ihre hohen Diäten bringen. Soll der Profi-Sklavensport für Deutschland und seine Regierungen glänzen? Ich sage nein. Eher muss ich mich für diese Art von Nationalsport und diese Regierungen schämen. Dieses sind heute die unfachmännischen Gedanken eines deutschen Bürgers. Gruß, der parteilose Preuße. Es folgt ein Video von Özil. Das war einmal. Mesut Özil im deutschen Nationaltrikot ist Vergangenheit. Gestern Mittag brach er sein Schweigen und zwar grundsätzlich. Zunächst schrieb er in zwei langen Tweets darüber, dass er zwei Herzen habe, ein deutsches und ein türkisches. Die Fotos mit Erdogan, für Özil kein Grund, ihn als WM-Sündenbock zu beschimpfen. Sie seien aus Respekt vor dem höchsten Amt des Landes seiner Familie gemacht worden. Weiter schreibt er: Wie auch immer das Ergebnis der letzten Wahl oder der davor gewesen wäre, ich hätte dieses Foto immer gemacht. In den Medien wurde Özil scharf kritisiert. Als dann die WM für Deutschland so desaströs gelaufen war, ging auch die DFB-Chefetage mit Reinhard Grindel auf Distanz zu ihm, forderte ihn auf, sich zu äußern. Die Kritik wurde an Özil noch mal lauter. Er sei schuld. Das ließ manche Fußballgrößen nicht ruhen. Das ist offensichtlich nicht gut gehandhabt worden. Aber ich glaube, Mesut Özil als exklusiven Sündenbock da darzustellen, sorry, das halte ich etwas für weit überzogen. Özil nahm gestern Teammanager Bierhoff in Schutz, während er DFB-Chef Grindel massiv anging. Özil schrieb: Ich werde nicht länger als Sündenbock dienen für seine Inkompetenz und Unfähigkeit, seinen Job ordentlich zu erledigen. In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen.
und ein Immigrant, wenn wir verlieren. Der DFB hat sich dazu bisher nicht geäußert.